Genau, dieser Sword 10 heißt der, ne? Ich würde alle überleben. Neuer Saw soll auch nicht schlecht sein, wenn halt Tobin Bell wieder dabei ist, ne? Der echte halt, das davor. Der letzte war ja so trash. Warum habe ich wieder nur Dämonen in der Lobby? Ich check das einfach nicht wirklich. Der letzte Saw, dieser mit Samuel L. Jackson. Mit den, da wo... Okay, das klingt jetzt so falsch, da war noch so ein anderer, auch so ein Dunkelhäutiger, der da mitspielt. Der Detective ist, der war so, also das war so ein schlechter Saw, holy shit. Der war so ass, der Film. Guck mal, ich kann mir so oft keine Platten geben. Guck mal, schon wieder nicht. Das Spiel ist broken, man. Your game is fucking broke. Genau, Saw Spiral, Spirale. Ja, der war so ass. Der war wirklich richtig schlecht. Der war so kacke. Da hatte ich auch gar kein Saw-Feeling. Also ja klar, irgendwie, es ging dann so irgendwie um diese Pfeilen und so, aber es war halt letztendlich kein guter Saw. Oh, will er, wenn er noch mehr headglitcht? Ich habe ich aber das Falsche gekauft am Shop und alles laggt. Oh, dieses Game, bro. Aber ich finde, Saw ist auch kein klassischer Horrorfilm. Saw ist eigentlich ein Splatterfilm. Weil Horrorfilm, keine Ahnung, Horror hat halt was mit Gruseln zu tun und ich finde Saw halt nicht gruselig, ne? Aber ich bin nicht da ja auch, Dings. Normal Activity finde ich an sich nicht schlecht. Aber auch nur, ich habe da nur den ersten fand ich wirklich gut, wobei ich... Ja, die sind halt auch so okay, ne? Also, keine Ahnung. Ich finde, es gibt echt so eine Handvoll gute Horrorfilme. Alter, da waren drei Loadout-Chests. Crazy. Conjuring ist ein guter Horrorfilm, also gute Reihe tatsächlich sogar. Conjuring ist sehr gut. Guck mal, ich kann mir nie Platten geben, es ist so buggy. Aber das habt ihr auch, ja? Das ist nicht mein Controller, der kaputt ist. Der ist ja bestimmt schlecht. Game ist wirklich broken. Genau, also Conjuring, Insidious. Hereditary ist ein Banger. Da gibt es nur so einer, der heißt Amityville Horror. Es gibt schon ein paar gute Horrorfilme, aber... Die breite Masse an Horrorfilmen ist echt nicht gut. Also wirklich nicht gut. Sinister ist auch nicht schlecht, ja. Safe, ist auch einer der besseren. Weil ich den ersten mit, also viel besser fand als den zweiten. Ja, aber das sind auch, ist auch gut, ja. Annabelle ist auch nicht verkehrt, stimmt. Zum Beispiel, welchen Horrorfilm ich richtig krass overrated finde, was auch gar nicht gut ist, ist halt The Nun. Also The Nun ist halt wirklich komplett ass, der Film. Aber komplett ass. Also The Nun ist halt... Sie ist gruselig so. Aus Conjuring. Ist an sich auch ein cooler, wie soll ich sagen, Charakter oder halt Figur eher. Aber der Film, also der eigenständige Film ist komplett shit. Der war ja schlecht. Aber ich habe jetzt hier wieder... Ich habe wieder 5 Leute gekillt, 6 und jeder von denen war einfach krass.
Wahnsinn. Warum sieht man das nie bei anderen Streamern, Chat? Sasji in den Chat. Hm? Warum ist denn das so? Warum ist denn das nur bei mir so? Wie hat BVB heute gespielt? 3-3, oder nicht? Aha. Und dazu kommt noch, dass ich mit Abstand den Dings hab hier. Tschiu. Digga, ich dachte, der hat ja einfach Waffen. Ich dachte, der kam gerade aus dem, from the sky. 3-3 einfach auf. Auf entspannt haben die 3-3 gespielt. Weiß nicht, Maximus Prime ist noch gar nicht gespawnt heute irgendwie. Der Mann noch gar nicht da gewesen heute. Hostel habe ich auch alle gesehen. Wrong Turn auch, ja. Ich hätte, ihr könnt euch wirklich davon ausgehen, dass ich eigentlich gefühlt fast jeden Film auf der Welt gesehen habe, der halbwegs irgendwie gut ist oder bekannt oder hast du nicht gesehen. Das ist das Schlimme. Das ist ja das Schlimme, wenn ich euch nach Filmen frage. 80% der Filme, die ihr mir nennt, Alter, das war witzig. Die kenne ich schon. Was auch viele Leute gar nicht wissen, dass Saw, also die ersten beiden Saw-Teile richtig geile Story sogar haben. Oder sogar die ersten drei. Voll geil. Die ersten drei Saw-Teile, richtig nice. Die ersten drei Saw-Teile, einfach richtig coole Story. Mit Plot-Twists und so, komplett nice. Danach wurde es dann halt immer ein bisschen trashiger. Wobei auch zum Beispiel Saw 6 fand ich auch wieder gut. Saw 6 fand ich zum Beispiel von dem Plot-Twist her und so halt auch geil. Wobei man auch sagen muss, er heißt doch Tobin Bell, oder? Der ältere Mann, also der Jigsaw-Typ, der Original, das ist schon echt ein geiler Schauspieler so. Und Saw ist halt auch nur Saw wegen ihm. Er hat sich gerade selbst gestunt, witzig. Ja, ne? Scheiße. Das ist halt, keine Ahnung. Blade Runner oder was? Oder meinst du Blade, dieser Vampirtöter? Oh mein Gott, war das knapp. Hätte auch mal hitten können, sag ich. Wie komme ich denn da jetzt am schnellsten hoch? Wusste der das? Da hat wohl jemand sein Headset auf 1 Milliarde erfährt. Der nüsslich in den Chat gucke. Alter, ist das cringe. Er hat mich ja so gehört. Bro, wie laut hat er mich da bitte gehört? Guck mal, Chat, und genau das ist das Feedback, was ich brauche. Rocky schreibt rein, er hat gestern zugehört, sich den Film angeguckt, den ich ihm empfohlen habe, und es war der schlimmste Horrorfilm, den er je gesehen hat. Das ist das Feedback, was ich brauche. Oh, wie kam er? Die Frage ist eher, wie kommt der Typ hier rein? Wie schnell kam er bitte da rein? Das ist das, was ich brauche. Das Feedback. Weil ich ja doch einfach wirklich ein Filmkenner bin. Ich bin ein Filmexperte. Und da könnt ihr mich auch beim Wort nehmen. Wenn ich mich mit einem auskenne, ist es COD. Generell Videogames und Filme und Serien. Und Geschichte. Vor allem die Zeit zwischen 1930 und 45. Hereditary ist schon ein Top-Tier-Horrorfilm, ja. Also wirklich Top-Tier. Dieses Game ist so dogshit. Woher soll ich denn bitte wissen, dass er von da kommt? Ich denke einfach, er kommt von oben. Man hört halt einfach keinen Unterschied. Er kommt einfach von unten hochgelaufen. Töte mich innerhalb von einer Kugel. Johnny, danke schön für die 3 Monate.
Ein Horrorfilm. Harry die Terry heißt der. Ist ein Banger. Ist echt ein Kracher. Echt ein sehr, sehr stabiler Film. Ah, okay. Warum genau wird da jetzt auf mich geschossen von überall? Nicht mal ein SMG. Don't even have an SMG, man. Voll. Hier kann man sich hochsippen, noch nie gesehen. Oh oh. Ja, darauf habe ich spekuliert, ne? Das aus, ich hab dich nicht gesehen, mein Bro. Hab dich aber gesehen. Hat er denn eine Maske? Das wäre richtig knackig. Nope. Warum erst? Boah, ich hab, also Chat, bei Horrorfilm tue ich mir schwer. Ich kann euch immer sehr, sehr gerne Filmtipps geben. Horror, wie gesagt, gibt's jetzt nicht so viele geile. Ich habe da jetzt auch nicht eine Top-3-Liste, ehrlich zu sein. Conjuring ist, wie gesagt, sehr stark. Hereditary ist stark. Ja, das muss ich schon überlegen. QB, haben wir eigentlich VIP-Plätze frei? Noch? Hast du da mal geguckert? Und aufgeräumt? Richtiger Fact, 2 Tage nach dem Ende des Time Weglings haben die Briten noch 53 Flieger zum Salzberg geschickt. Hat sich auch, ja. Max, ich hatte, Michael, ich hatte letztens das Gespräch mit Jem. Die haben ja auch da beim Berghof, ne? Den haben die ja komplett gesprengt, ne? Den Berghof. Man kann ich auch irgendwo so verstehen, ne? So wegen, dass das halt nicht zur Pilgerstätte wird, ne? Für so Neonazis und sowas. Auf der anderen Seite hätte man das doch bestimmt doch irgendwie anders lösen können, so, ich weiß nicht. Genauso wie halt mit dem Kirchsteinhaus selber, ne? Da ist halt legit nichts mehr erinnert irgendwie an irgendwas. Da kann man doch einen Raum oder so quasi wie in so einem Museum, weißt du, so nachmachen, dass man halt so sieht, wie es damals war. Ich verstehe das halt nicht so ganz, aber keine Ahnung. Aber ja, habe ich tatsächlich mal von gehört, aber ich wusste nicht, dass es tatsächlich so viel ist. Aber die Briten da haben es eh auch nicht so genau genommen mit den Vorschriften und so im Krieg da. Vor allem die RAF oder wie die hießen da, die bombardiert haben, die haben auch teilweise einfach gemacht, was die wollten. Den hat man doch gerade nicht auf der Drohne gesehen, oder? Den Pre. Naja, okay, er ist halt abgefuckt, ne? Ich fände es halt als normaler Geschichts... Wie sagt man das? Als Geschichtsliebhaber oder Interessierter, ich hätte das halt gerne mal gesehen, aber klar, wenn dann halt da eine so Idiot wird, kann ich das auch schon verstehen, dass man das dann irgendwie nicht mehr macht. Kann ich schon irgendwie verstehen. Muss ich ehrlich sagen. Kann ich verstehen. Ich muss ehrlich sagen, der erste Resident Evil ist auch nicht so verkehrt. Kann ich den Tower hier anmachen? Chatting? Warte mal, einer ist hier einfach hier bei mir hier oben. Werde ich hiervon sterben? Von dem Erstfall? Sich ausgespielt, Tom. Hast du gehört? Tom. Wird nur eine normale Maske, ne? Ja, alle sind einfach unter mir. Goldene Maske lag da auf der Terrasse. Echt? Oh.
Thank you. Thank you. Helit. Habe ich nicht gesehen. Meine alten, müden Augen haben das nicht wahrgenommen. Ich würde sagen, wir machen das so. Bitte nicht in den Rücken schießen. Danke. Aber hier hoch komme ich leider nicht, ne? Das wäre auch zu geil. Ich glaube, hier unten ist jemand drin, ne? Und wo schießt der? Ich glaube, die so weit da hinten schießen. Ja, es ist die Kiste, die die ganze Zeit so den Mund aufmacht einfach. Da links. Und er hat ein Einsatzschild. Lass die fighten. Let them do the fighting. Ja? Fighte ihn? Genau. Gib ihm Finisher. Ja, du Idiot, du. Du Idiot, Samo. Ha? Komm her. Merlin, fress den. Digga, da war ja wirklich gerade... Das war witzig. Da haben wir die zwei Jungs noch machen lassen. Wir haben uns in Manier des alten Mannes einfach die Reste geknappt. Guck mal, da ist Merlin hinten drin im Chat. Guck mal, ich hab den Feind im Rucksack. Da hängt er an mir dran. Merlin müsste mich eigentlich mögen. Überall Stöcke, wo er reinbeißen kann.